Genau jetzt ist die richtige Zeit, um neues PSN-Guthaben aufzuladen. Geht auf eneva.com, besorgt euch Borderlands 3, das neue FIFA, Modern Warfare, worauf ihr Bock habt. Gestern habe ich mir erstmal für 75 Euro für Borderlands 3 PSN-Guthaben geholt und habe 59 Euro gezahlt. Ab, Leute. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute, relativ spät, nur ein kurzes Video, ein Infovideo. Ich hoffe, das wird den meisten von euch gefallen. Ursprünglich das ganze Footage, ihr könnt es auch gerne auf Englisch sehen, habe ich bei Exclusive Ace her. Habe ihn heute bei Twitter gefragt, ob ich das nehmen darf, denn ich konnte nirgendwo einen PC-Spieler in meiner Freundschaftsliste finden, der die Modern Warfare Beta auf PC gespielt hat. Was ihr im Hintergrund seht, ist das, was jetzt auf jeden Fall kommen wird. Und zwar, wir werden Lootboxes bekommen in Modern Warfare und das sollte auch niemanden überraschen. Das ist zu 1 Milliarde % sicher gewesen, aber in einer Variante, wo ich es richtig gut finde. Und viele von euch werden sagen, ich bin einer der größten Kritiker von diesem Geldmachsystem. Aber so wie es bisher gehandhabt wird, das ist natürlich jetzt, bevor die Vollversion rauskommt, sieht es so aus, als wenn wir per Lootbox verschiedene Varianten für Aufsätze bekommen. Ähnlich wie es bei Black Ops 3 war. Das sind rein kosmetische Sachen. Dinge, die nichts an der Waffe verändern. Nicht die Stats verbessern, nicht verschlechtern, kein gar nichts, sondern nur kosmetisch sind. Activision und Infinity Ward haben aus den Fehlern der Vergangenheit deutlich gelernt, wie man hier sehen kann. Der beste Grund, warum wir diese Sachen in Lootboxes haben wollen, anstatt stärkere Waffen, die zu stark sind. Ich sag nur XMC damals in Black Ops 3 oder in Black Ops 4 die Stingray oder der Crossbow, ist, dass die Lootboxen natürlich einen Großteil des Umsatzes ausmachen. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, um ehrlich zu sein. Aber was ein Riesenproblem ist, ist, wenn man Lootboxen reinhaut und die Leute richtig Geld dafür reinbuttern, weil sie eine der guten Waffen spielen wollen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man vielleicht Content darüber kreieren möchte. Jetzt zum Beispiel gestern Black Ops 4. Das System ist scheiße, die VMP kam dazu, die AN-94 und noch eine Waffe. Keine einzige davon habe ich. Ich werde nicht einen Cent dafür ausgeben. Ich hätte so gerne ein Comparison-Video gemacht von der VMP in Black Ops 3 und in Black Ops 4. Aber ich habe keine Chance, die Waffen irgendwie zu kriegen. Das heißt, ich muss damit leben, was ich aktuell habe. Mit der Ausnahme, ich habe vielleicht Glück in den Reservekisten. Bei fast 10.000 Items könnt ihr euch ausmalen und alle drei Sachen sind doppelte, wie viel Glück ich brauche. Also lassen wir das. In Modern Warfare auf jeden Fall haben sie jetzt einen anderen Weg gewählt, der hoffentlich auch so bleibt. Das Einzige, was ich wirklich noch als Bedenken habe, und das ist der einzige Kritikpunkt an dem Ganzen, wir werden in Modern Warfare keinen Season Pass haben. Alle Waffen und alle Maps, die post-Launch reinkommen, wurde uns versprochen, werden kostenfrei sein. Was man davon halten soll, weiß ich noch nicht ganz. Es wurde ja auch versprochen, dass Black Ops 4 einen 3-Jahres-Lebenszyklus hat und am Ende, was auch immer jetzt bei rausgekommen ist, wir haben gerade das letzte große Update bekommen. Ich werde also ganz, ganz gespannt sein, ob es jetzt den richtigen Weg in Modern Warfare geht oder ob wir vielleicht doch noch weiter da über den Tisch gezogen werden. Aber wenn nur die Waffenaufsätze als Varianten reinkommen, die vielleicht besser aussehen, schlechter aussehen, dann kann ich absolut damit leben und es ist mir auch egal, ob das was kostet oder nicht. Was ihr natürlich jetzt seht ist, das Ganze ist nur von dem PC-Spieler aufgenommen. Auf dem PC konnte man in der Beta die verschiedenen Waffenvarianten sehen. Auf der Xbox und auf der PlayStation ging das leider nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich hätte es mir zumindest gerne angeguckt. Aber ihr seht ja, es gibt verschiedenste Varianten in verschiedensten Farben und insgesamt sieht das sehr cool aus. Dazu kommt, das muss man auch sagen, eine Variante, die nennt sich Blueprint. Das sind im Prinzip Waffen, die man sich auch mit den einzelnen Aufsätzen zusammenstellen kann, die einen besonderen Schimmer haben, die besonders aussehen, aber die gleichen Stats haben, als wenn man die Waffe fertig baut. Nur sind sie schon fertig gebaut und ihr könnt sie so ziehen. Das finde ich eine coole Variante, denn die Skins von den Charakteren in einem First-Person-Shooter sind alles andere als sinnvoll. Dafür geben die Leute kein Geld aus, weil man den Charakter die ganze Runde über nicht sieht. Die Waffe aber hingegen, die sieht man von Anfang bis zum Ende. Und dann in der Killcam mit einer coolen Waffe, die cool aussieht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe, das kurze Infovideo hat euch heute gefallen. Morgen gibt es ein M16 vs. M16 Video und ich hoffe, da ist was für euch bei. Ich bin raus, haut rein.